Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir eine ganze Reihe von Foundations testen. Das Ganze wird dann auch für mich ein paar Tage lang gehen, aber ich werde jedes Mal, wenn ich mich hier vor die Kamera setze, zwei Gesichtshälften schminken können und dementsprechend zwei Foundations immer zeigen können. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wir haben jetzt einfach im Frühling die Zeit, wo die ganzen Firmen die neuen Foundations droppen und ich habe mir gedacht, boah ey, zu jeder einzelnen Foundation ein einzelnes Video machen, werde ich nicht hinkriegen. Das heißt, ich werde das jetzt ein bisschen vorproduzieren und dann über die nächsten Tage dann auch für euch zusammenbasteln, damit ihr in der Zeit, wenn ich in Malaga bin, quasi dieses Video sehen könnt. Und ich mache dann auch so ein kleines Ranking am Ende und hier sind Timestamps drin, dann siehst du auch immer, welche Foundation wann ausprobiert wird. Hauptsächlich sind hier Drogerie-Foundations zu finden. Ja, und ich starte die Geschichte jetzt einfach mal mit NYX Professional Makeup Bear With Me Blur Blurring Skin Tint Foundation. Habe ich in der Farbe 02 Fair und da habe ich mir auch den passenden Pinsel zugekauft. Hautpflegetechnisch, kann ich euch hier mal einblenden, habe ich immer die gleiche Hautpflege auch dann verwendet. Also das ist immer das, was ich jetzt auch aktuell in der Tagespflege habe. Und da könnt ihr auch auf die Dalton-Produkte, denn zwei sind aktuell in Anwendung, die Augenpflege und auch das Serum. Könnt ihr ein bisschen was sparen. Es müssten ganz schön viele Prozente sein. Blende ich dir hier mal ein. Das war ein Reim. Und ja, genau, denn immer in der Zeit natürlich, wenn wir da auf dem Event sind, ne, könnt ihr ganz besonders schön sparen. Ja. Pinsel ist ausgepackt, Sammy ist auch am Start. Ist ein sehr festgebundener Pinsel. Auch weitere Base-Produkte habe ich jetzt aus meinem Project Pen in Anwendung. Also da auch immer wieder die gleiche Geschichte, dass dann auch die Foundations sehr, sehr ähnliche Voraussetzungen haben. Die hier hatte ich schon gesehen bei Morbus Black. Bin gespannt, ob ich matt mag. Okay, die ist relativ flüssig. Das sieht soweit so gut aus. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe ein bisschen viel Produkt jetzt auf dem Gesicht schon. Naja, aber wenn man das in Relation zu meinem Hals und meinem Haaransatz sieht, dann ist es gar nicht so verkehrt. Das wirkt jetzt extrem weiß, also sehr geisterhaft, ne? Sie ist wirklich sehr, sehr matt, ne? Das definitiv. Ich habe einen hydratisierenden Primer drunter, da halt auch immer der gleiche von Relove. Mal gucken. Matte Foundations sollen ja 2023 total angesagt sein, ne? Also mit einem Pinsel aufgetragen geht es tatsächlich klar. Das ist schon so, dass ich eigentlich nicht abpudern müsste, werde ich aber sehr wahrscheinlich nachher machen. Es ist irgendwie okay. Bin ich irgendwie noch also unschlüssig. Auf die andere Seite kommt die ölfreie Foundation von Revolution, die In Real Life Filter, also IRL Filter in der Farbe F1. Auch die soll soft matt sein. Die habe ich, glaube ich, bei Jenny's Highlights gesehen. Breathable oder Breathable Soft Matt. Die hat einen Pumper. Jetzt einen Pumpstoß hier drauf gemacht. Ja, das sieht farbtechnisch auf jeden Fall auch sehr, sehr hell, aber deutlich passender aus. Die hat einen deutlich intensiveren Duft als die NYX Foundation. Ich glaube, wenn ich jetzt noch ein bisschen Glitzer drauf hätte, würde ich als Vampir durchgehen, oder? Also die sitzen beide wirklich für matte Foundations sehr, sehr gut auf meiner Haut. Da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Die Deckkraft ist ebenmäßig, wobei sie hier bei der Revolution Foundation definitiv höher ist. Ich finde aber das Ergebnis jetzt gar nicht so ultra verkehrt. Wir müssen gleich mal gucken, wie das aussieht, wenn die weiteren Produkte noch drauf sind. Ansonsten ja, bin ich halt nicht so der Ultra-Matt-Fan. Der Rest vom Schützenfest ist im Gesicht. Es gefällt mir deutlich besser, als ich anfangs gedacht hätte, muss ich wirklich sagen. Aus der Ferne sieht es so oder so echt gut aus, ne? Weil klar, wenn man matte Foundations trägt, dann sieht alles so ebenmäßig und entspannt aus. Erst wenn man ganz nah rankommt, dann sieht man die Tücken, die Foundation halt so mitbringen kann. Und da bin ich zu einem wirklich überraschenden Ergebnis gekommen, denn die NYX Foundation finde ich wirklich gut. Die Revolution IRL in Real Life Filter Gedönsen Foundation macht genau das, was matte Foundations bei mir halt gerne machen. Sie geht in meine Falten, in meine Fältchen rein, lässt mich ein bisschen älter aussehen, als ich eigentlich bin. Weiß ich nicht. 34 werde ich jetzt nächsten, also eigentlich diesen Monat, wenn ihr dieses Video seht, ne, Ende Mai. Was ich euch auf jeden Fall zeigen wollte, ja, das ist jetzt wirklich total nah, Leute, ne? Also, ihr seht meine Mundpartie und wenn ich lächle, ne,
Habe ich Fältchen, das ist normal. Der Unterschied ist aber wirklich, dass wir bei der Revolution Foundation sehen, dass da sich ein bisschen was absetzt. Genauso auch hier an der Nasenflügelgeschichte. Aber bei der Nix-Geschichte nicht. Alter Schwede, das hätte ich im Leben nicht erwartet. Das ist manchmal nicht mal bei normalen Foundations, die ich normalerweise trage, der Fall, ne? Also diese Nix-Geschichte sitzt richtig gut. Und da beide zum einen nachgedunkelt sind und zum anderen sich mit den anderen Produkten, die ich dann ja basemäßig aufgetragen habe, verbunden haben, passen die farblich alle beide wirklich gut. Das, was gar nicht gut aussieht, ist meine Kinnpartie. Auch das ist immer so eine schwierige Kiste. Oh ja, guck mal ganz nah in die Nase rein. Wow. Ja, das ist halt auch immer eine schwierige Sache, ne? Aber ansonsten, auch die Stirn geht klar. Wirklich klar. Die Nase, ja, komm, okay, ne? So ein bisschen crazy sieht das aus. Aber ey, für matte Foundations, ne? Da machen die beiden Schätzeleins auf jeden Fall in meiner Foundation-Testgeschichte den sehr, sehr schönen Anfang. Dann schauen wir uns mal zwei neue Schätzeleins von Maybelline an. Da habe ich einmal Super Stay mit Vitamin C, 24-Stunden-Tint habe ich in der Farbe 05 bestellt. Und Instant Anti-Age Perfekta 4-in-1 Glow Make-up 0,5 Fair Light Cool habe ich hier ausgesucht. Bei diesem Skin Tint haben wir irgendwie ähnlich wie bei der L'Oreal-Geschichte auch, ne? Bei der L'Oreal letztes Jahr rausgekommen oder vorletztes Jahr. Coole Geschichte, Perfect Match, reden. Kann ich auch nicht immer. Ne? Auf jeden Fall ist es sehr, sehr flüssig und sieht echt gut aus tatsächlich. Ist mit einer Pipette aus Glas. Erstmal mit dem Pinsel verteilen. Farblich sieht es sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Das soll eine aufbaubare, leichte Deckkraft haben und das hat es tatsächlich. Also es fühlt sich nicht an, als hätte ich mir jetzt groß was ins Gesicht gegeben. Das ist sehr, sehr, sehr angenehm. Aber es hat eine Deckkraft und ebnet irgendwie aus. Also das, finde ich, ist wirklich hübsch. Und da müsste ich jetzt theoretisch auch gar nicht mit dem Schwämmchen drüber. Das ist auch ganz praktisch. Es reicht mit dem Pinsel. Primer, Concealer, Highlighter und BB-Cream in einem soll dieses Ding hier sein. Ist dann natürlich so, dass du das grundsätzlich verwenden solltest, ne? Also das sollte man dann auch wirklich in eins aufbrauchen. Ansonsten könnte das mit dem Schwämmchen halt ähnlich wie bei dem Löscher, also dem ja, Concealer halt auch etwas unhygienisch sein. Ich verteile das jetzt erstmal mit diesem Teil in meinem Gesicht. Hier haben wir doch eine etwas rötlichere Geschichte am Start. Wow! Den Pinsel mache ich ein bisschen sauber und verwende ihn jetzt auch auf dieser Seite. Hier haben wir eine super, super, super leichte Deckkraft, weil, also ich sehe alles durch, ne? Abgesehen von der leichten Farbperfektionierung hat das farbtechnisch nicht so viel gemacht. Ich weiß nicht, was das mit einem Concealer auf sich haben soll, denn das hat er tatsächlich nicht gemacht. Also unter den Augen würde ich definitiv noch einen Concealer verwenden. Farbtechnisch ist es auch eine Herausforderung für mich, aber ich bin jetzt auch auf dem maximalsten Blässe-Level des Jahres, denn so lange wie jetzt hat meine Haut halt noch keine Sonne, also es ist quasi jetzt das Maximalste, dass meine Haut keine Sonne gesehen hat, ne? Sitzt aber auch gut, ne? Auch da brauche ich jetzt kein Schwämmchen, um das einzuarbeiten, aber das ist auch wirklich eher so ein Hauch von, was ich auf dem Gesicht habe. Hat nicht wirklich Deckkraft. Ihr seht es ja selber, ne? Hier sehen wir dann jetzt beide mal aus der Nähe betrachtet und dann seht ihr natürlich auch mein Hautbild. Es sieht gut aus, also da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Es ist nur auf dieser Seite super, super leicht und hier ist es, finde ich persönlich, für mich perfekt. Also mehr Deckkraft brauche ich nicht. Theoretisch könnte ich das ja auch aufbauen. Ich habe ja nur eine Schicht aufgetragen. Aber es wird natürlich jetzt auch noch ein bisschen mehr Deckkraft geben, wenn ich noch die anderen Tint-Produkte drüber gebe und mein Gesicht fertig schminke. Aber so sieht das schon mal jetzt aus der Nähe aus. Gefällt mir alles beides. Also, ne? Jetzt habe ich auch noch den Rest vom Schützenfest im Gesicht. Gefällt mir. Also beide Seiten gefallen mir. Hier gefällt mir einfach die Deckkraft, weil die einfach sehr perfektioniert. Also das ist genau optimal für mich, wenn ich filme oder wenn ich ausgehe. Und diese Seite ist für mich perfekt für den Alltag, wenn ich einfach so ein bisschen Glow haben möchte und eine ganz, ganz leichte Deckkraft, die kaum sichtbar ist. Jetzt könnt ihr euch das auch nochmal aus der kompletten Nähe anschauen. Es sieht, also von hier, von dieser Seite, da kommt auch noch Licht von einem Fenster, ne? Dementsprechend ist die Glowy-Seite noch glowiger. Aber es
es sieht einfach toll aus. Es ist nicht irgendwo, dass es sich blöd abgesetzt hat oder sonst irgendwie komisch aussehen würde. Mir gefällt es einfach irre gut. So schön glowy beide Foundations auch waren, sie haben alle beide echt hart nachgedunkelt. So viel nur dazu als kleine Zwischeninfo. Kommen wir zum nächsten Battle, weiß ich nicht, zu den nächsten zwei Schätzeleins. Da habe ich von Trend It Up Hydro Stay Silky Serum Foundation mit Hyaluron und Vitaminkomplex. Wer sich denkt, Mensch, die kennen wir doch eigentlich schon. Ja, tatsächlich. Also das ist die 005, die ich mir jetzt neu bestellt habe, und die 010 gab es, glaube ich, letztes Jahr. Ich glaube aber, die haben was an der Formulierung verändert, denn nicht nur die Verpackung ist jetzt anders, sondern wir haben jetzt hier auch hinten drauf stehen, dass das Produkt vegan ist. Und ich habe eben mal die kompletten Inhaltsstoffe mir angeschaut. Da sind manche Sachen von der Reihenfolge ein bisschen anders und manche Sachen sind einfach auch inhaltsstofftechnisch anders. Also, ne, das ist schon mal ein bisschen was anderes halt. Genau, das soll 12 Stunden Halt haben. Und sie ist sehr flüssig. Ich glaube, die Farbe 010 war mir auch beim letzten Mal etwas zu dunkel, weswegen ich hier jetzt wirklich große Hoffnung habe. Ja, der Applikator ist genauso blöd wie bei dem anderen Mal. Und hier habe ich jetzt einen Foundation Buffer und verteile mir die. Die sieht tatsächlich gar nicht mal so hell aus, wie die Farbbezeichnung 005 es vermuten lassen würde. Sie riecht ein bisschen nach frisch gewaschener Wäsche, floraler Duft würde ich dazu sagen. Joa, floraler Duft. Okay, ausgeblendet geht die Farbe schon klar, ist aber immer noch ein Unterschied zum Hals. Ne? Also ich bin halt einfach super hell. Und ich weiß gar nicht, noch heller hätte es die, glaube ich, gar nicht gegeben. Ja, ich habe jetzt einmal so einen Pump drauf, aber das schauen wir uns gleich aus der Nähe an. Denn erst habe ich hier noch die Max Factor Facefinity All Day Flawless Airbrush Finish Foundation. Up to 30 Stunden, naja, man weiß es nicht, Primer, Concealer und Foundation. Ich habe mir trotzdem den Concealer, der dazu gehört, halt auch noch gekauft. Ne? Ich habe die Farbe C50 Natural Rose. For a long-lasting flawless complexion, medium to full buildable coverage with a weightless feel. Na, dann schauen wir mal. Oha, die ist wirklich sehr dickflüssig. Das ist jetzt ein absoluter Kontrast zu der Trend It Up, ne? Dufttechnisch müssen wir gleich mal auf dem Gesicht schauen, riechen, wie dazu riecht. Und die ist, wow, ja, wirklich cool, was ich gut finde, weil ich bin ja auch cool vom Unterton her. Aber sie könnte zu dunkel sein. Uiuiui. Die ist zu dunkel. Da sieht man einen krassen Kontrast wieder. Wahnsinn. So, ich habe jetzt... Wow, beide Foundations auch den Hals runter verblendet, haben beide so ein, also vom Hautbild her sieht es wirklich gut aus. Ich habe beide auch nur mit dem Pinsel jetzt bislang aufgetragen, ne? Beide sehen tatsächlich auch zu dunkel aus, aber hey, das Leben ist, wie es ist. Die Trend It Up Foundation fühlt sich eher fühlend auf der Haut an. Also ich fühle sie eher tatsächlich. Die Max Factor fühle ich gar nicht. Das fühlt sich gepflegter, genährter an. Das heißt, hier würde ich nicht sagen Hydro Stay, also das saugt mir eigentlich eher die Feuchtigkeit aus dem Gesicht noch raus. Das ist jetzt sehr, sehr merkwürdig. Aber die Max Factor finde ich ganz, ganz toll. Die hat auch einen leichten Glow mit dabei. Also seidenmatt quasi. Aus der Nähe betrachtet sehen wir, dass ich auch gar nicht eigentlich die Foundation noch mit einem Blender einblenden müsste. Und ich finde wirklich, dass die Max Factor Seite besser aussieht. Was meint ihr? Ihr könnt das auch gerne sowieso, ne, die ganze Zeit mitkommentieren. Dafür bin ich ja auch hier, dass ich kommentiert werden möchte, interagiert. Das ist total wichtig. Und hier werden, ne, wieder hier so die Fältchen eher betont und hier ist es eher so genährter. Also das hätte ich halt auch wirklich schöne Pflege mit dabei. Da merkst du, dass das Foundation, Concealer und Primer in eins sein soll. Hier haben wir wirklich eine höhere Deckkraft. Also da sehe ich hier noch meine Sommersprossen mehr durch als auf dieser Seite. Und mir gefällt diese Seite auch deutlich besser, auch von der Farbe her. Hier an der Nase habe ich ein bisschen gepatzt. Da muss ich mit dem Finger etwas nachbessern. Da habe ich an den Nasenflügeln nicht schön verblendet. Ja, was soll ich sagen, Leute? Da stand halt ein Farbtopf und ich bin mit Anlauf reingesprungen. Auf jeden Fall habe ich jetzt einmal das Make-up fertig. Und ich spüre beide Seiten jetzt nicht mehr so doll. Wobei ich immer noch merke, dass die Trend It Up Seite ein Müh trockener ist. Das Hautbild sieht aber fantastisch auf beiden Seiten aus. Mir gefällt das richtig, richtig, richtig gut. Seit langem habe ich hier auch mal wieder auf dieser Seite das Gefühl, so eine Mega-Foundation gefunden zu haben. Jetzt habe ich hier zwei neue Fancy Balms, die jetzt passend zu meinem weißen Pulli
irgendwie sind. Okay. Einmal hat die liebe Judith Williams oder Judith Williams ein Magic Wonder Bomb mit Lichtschutzfaktor 15 rausgebracht. Hier sind 30 Milliliter drin. Es ist Hautton anpassend. Das ist immer ein bisschen schwierig für mich. Aber wir gucken mal. Versteckt Rötung, intensive Feuchtigkeit, polstert Falten auf. Mal schauen. Mache ich hier einfach drauf, wie ich normalerweise das immer so auftrage. Und sowas bietet sich an, tatsächlich mit den Fingern zu verteilen. Ja, wenn man reibt, dann kommt so langsam eine Tönung. Aber die könnte für mich zu dunkel sein. Ist natürlich für den Alltag relativ nice, ne? Weil du das dann einfach mit den Händen aufträgst. Fertig ist die Laube. Wenn du das Glück hast und halt, ja, dein Hautton genau in dem Sinne passend ist. Ist bei mir, wie man normal sieht, nicht ganz so gegeben. War jetzt auch ein bisschen viel Produkt, sehe ich gerade. Ui, ich verteile das jetzt nochmal ein bisschen mit dem Pinsel. Sowas wird dann halt auch echt schnell fleckig, da muss man ein bisschen aufpassen. Es hat eine leichte Tönung, es hat leicht kaschiert. Es ist aber halt leider nicht so ganz meine Farbe. Heißt für mich heute wahrscheinlich Schal tragen. Und auf der anderen Seite habe ich ein Produkt von einer Marke, die, glaube ich, auch komplett neu ist, von Anna Ivanovic. BB-Feuchtigkeitscreme, Tinted Moisturizer mit Avocado-Extrakt und Hyaluronsäure, Hautton perfektionierend und Feuchtigkeit spendend. Das ist dieses Produkt und auch das soll dann ja in dem Sinne Hautton anpassend sein. Hier steht, dass man das gut schütteln soll, obwohl sich das jetzt nicht unbedingt flüssig anhört. Habe derbe geschüttelt. Hier habe ich auch wieder so einen Applikator wie bei dem anderen auch. Ach, guck mal, hier kommt es aber schon in der Farbe raus, ne? Das gebe ich mir jetzt aber mit dem Pinsel. Teile ich das damit. Das riecht auch nach irgendwas. Und ist auch zu dunkel. Ups. Eigentlich ist heute Ostern, ne? Also Ostersamstag und ich wollte zu meinem Papa fahren. Da muss ich gleich ein bisschen was ausgleichen. Ich weiß, viele von euch rufen, Mensch, du hast doch auch schon andere Foundations, die viel zu hell sind, aber ich möchte jetzt natürlich das Produkt an sich auch mal auf der Haut sehen, ohne es irgendwie dann mit einer anderen Foundation zu vermischen. Aber wenn man das natürlich dann im generellen Gebrauch hat, würde ich das tatsächlich machen, ne? Dass ich das dann irgendwie versuche auch aufzuhellen. Aber das hier ist noch dunkler als das von der lieben Judith. Aber hier haben wir auch noch irgendwie was Öliges mit dabei. Also der Glow ist definitiv mehr am Start und also sieht viel juiciger aus, was ich jetzt per se gut finde. Aber wenn ich dann mit der Hand in mein Gesicht komme, ist das natürlich so eine krasse Geschichte. Betrachten wir mal meine Haut aus der Nähe. Es ist halt wirklich eine leichte Geschichte auf dem Gesicht. Farbtechnisch ist das wirklich übel immer, ne? Wenn die nur so eine Farbe anbieten. Beide haben so eine leichte Deckkraft, halt wirklich BB-Cream Tinted Moisturizer mäßig, ne? Beide machen das auch schön gepflegt. Ich müsste jetzt theoretisch nicht Fullface drüber gehen. Also das würde so für den Alltag an und für sich auch reichen. Aber ihr kennt mich, ich mag gerne Full Gedönsen im Gesicht. Ne? Beides fühlt sich auch gepflegt an. Die Hyaluronsäure merkt man auf beiden Seiten. Ich denke, dass ich persönlich diese Seite schöner finden würde vom Finish her, weil das so glowy ist, auch wenn hier auch Glow mit dabei ist, aber nicht so extrem wie hier. Ja, tatsächlich. Aber beides ist halt irgendwie ganz, ja, alltagstauglich, ne? Ich muss halt nur für beide Produkte noch ein bisschen mehr in die Sonne gehen, das ist klar. Ja, ich bin in den Farbtopf gefallen, aber das ist halt so meine ultimative Waffe gegen die Foundation ist leider zu dunkel. Und wenn man das so sieht, dann achtet doch niemand darauf, dass quasi meine Hand deutlich heller als mein Gesicht ist, oder? Das ist einfach mal so eine kleine, eine kleine Idee, ein kleiner Tipp. Naja, auf jeden Fall, den Look habe ich geschminkt mit der Anastasia Beverly Hills Norvina Pro Pigment Volume 2. Die habe ich von der lieben Emmy geschenkt gekriegt. Vielen, vielen Dank, meine Süße. Und ja, jetzt im Gesamten sehen wir tatsächlich, dass alles irgendwie auch schon harmonisch aussieht. Ich glowe so richtig doll und mir gefällt tatsächlich, wie meine Haut jetzt auch sieht. Auch aussieht. Auch sieht, genau. Mir gefällt meine Haut jetzt gerade sehr. Also dieser Glow kommt ja tatsächlich vor allem von der Foundation. Ja, ich habe einen Highlighter und so weiter drauf, aber es ist ja nicht, dass ich andere oder groß andere Base-Produkte verwende als bei den anderen Foundations, die ich hier mit euch teste, ne? Und da muss ich wirklich sagen, sieht mein Gesicht super, super gesund aus. Verrückt, aber gesund.
Ich vermute auf jeden Fall, dass ich hiermit heute einen sehr schönen Tag verbringen werde und ein schönes Osterfest feiere. Die Ostereier habe ich ja quasi schon frühlingshaft auf meinen Augen drauf. Ja, das ist jetzt heftig für mich, denn für das Ende des Videos habe ich mir meinen Endgegner aufbewahrt, Puder Foundation. Da werde ich jetzt auf dieser Seite, also auf dieser Gesichtshälfte, achso, ja, ich habe natürlich schon alle cremigen Texturen aufgetragen, ne? Also Primer, Concealer, Blush, Highlighter in Cremeform sind schon drauf. Und jetzt verwende ich auf dieser Seite Maybelline Superstay 24 Stunden, habe ich in der Farbe 20. Das könnte farblich halt auch wirklich passen. Wir haben hier immer so eine Quaste mit dabei. Ich würde sowas verwenden, um so einen Touch-Up zu machen, ne? Und dann habe ich hier aus einer Catrice Limited Edition diesen, ja, Kabuki. Und damit kann man angeblich Puder Foundation total super auftragen. Und das mache ich jetzt einfach, dass ich mir die hier on top drüber gebe. Ich habe das jetzt schon von mehreren gehört, dass die Puder Foundation verwenden, um die Deckkraft ihrer Foundation zu erhöhen. Also quasi mit Puder Foundation die Base abpudern. Ne? Das hört sich tatsächlich auch gar nicht mal so verkehrt an. Wenn man das nur ganz, ganz leicht aufträgt, dann kann das wirklich was werden. Ne? Ist jetzt auch wirklich gar nicht so schlimm geworden, wie ich im ersten Moment befürchtet hatte. Auf die andere Seite trage ich auch von Essence das 16 Stunden Cover and Last Powder Foundation Produkt. Und das habe ich in der Farbe 08 Sand. Warum habe ich mir die Farbe Sand bestellt? Keine Ahnung. Sieht farblich aber auch gar nicht mal so unpassend aus. Ja, und hier hast du halt für Touch-Ups, würde ich es wirklich sagen, ne? Das Schwämmchen und den Spiegel. Auch dieses Produkt hat sich relativ simpel auftragen lassen. Ich habe jetzt beide Foundations auch versucht, ähnlich dick aufzutragen. Das Hautgefühl gefällt mir hier besser, auch von der Entfernung her. Die Optik gefällt mir hier besser bei Maybelline. Ich finde, dass es auf der Essence-Seite etwas unruhiger noch aussieht und etwas fleckiger. Auch farblich passt die Maybelline Foundation deutlich besser und sie sieht wirklich gut aus. Und ja, hier an der Nase hat mich heute Morgen Julius gekratzt. Ich weiß nicht, was sein Plan war, aber er hat voll in meine Nase gegriffen und dabei Au gemacht. Aber richtig auch. Okay, ich finde auch, dass meine Haut deutlich gesünder aussieht als bei manch einer matten Foundation, die ich jetzt in diesem Test auch verwendet habe. Jetzt mal ohne Flachs, Leute. Das sieht gut aus. Wow, hätte ich im Leben nicht erwartet, dass dieses Ergebnis gleich, also jetzt so dabei rumkommt, ne? Wobei ich wirklich sagen muss, dass ich die, also die Maybelline-Seite um Welten besser finde als die Essence-Seite. Also das hier wird definitiv auch bei mir bleiben. Bei dem Essence bin ich mir nicht ganz so sicher, weil ich das zu fleckig finde. Also ich finde es nicht so schön. Was ich auch ganz interessant jetzt finde oder finden würde, ich habe ja auch so eine Hourglass-Palette, ne? Da habe ich ja dieses Finishing-Powder drin. Ich pudere jetzt ja in dem Sinne meine Base nicht ab, aber ich wollte mal schauen, wie sich das verhält. Ich gehe da immer durch alle durch, ne? Wenn ich das einfach mal so on top gebe, weil ich glaube, dass das nochmal dieses absolute Puder-Foundation-Gefühl wegnimmt. Also auch optisch, ne? Dass man das gar nicht mehr so als Puder-Foundation dann wahrnimmt. Nee, gar nicht. Also so ein, also Wahnsinn! Ich hätte nicht damit gerechnet. Ich bin gerade wirklich baff, Leute. Ich liebe es einfach, wenn ich jedes Mal in den Farbtopf fallen kann, ne? Mit Anlauf. Leute, diese Foundations, alle beide, sitzen so gut auf meiner Haut. Es fühlt sich toll an. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, als hätte ich irgendwas auf meiner Haut. Und das hätte ich bei weitem nicht erwartet. Also ich schließe diesen Foundation-Test tatsächlich positiver ab, als ich es erwartet hätte. Und jetzt habe ich auch mein Ranking für euch. Natürlich sind das alles so First Impressions, ne? Also ich habe ein Stück weit auch berücksichtigt, wie sie dann gegebenenfalls auch nachgedunkelt haben und so. Aber jetzt kommt mein sehr überraschendes Ranking, Leute. Wow. Auf Platz 10 befindet sich hier von Maybelline der... Ich habe drei Produkte von Maybelline hier drin gehabt. Das ist krass. Das habe ich gar nicht gerafft, ne? Der, ja, Perfekta 4-in-1 Glow. Das ist dieser hier. Tatsächlich ist der auf dem letzten Platz gelandet, Leute. Hätte ich nicht mit gerechnet, weil ich liebe Glow. Sieht man, ne? Aber man kann halt auch aus solchen matten Foundations sehr viel rausholen, wenn sie sich gut mit der Haut verbinden und man dann zum Beispiel ein Finishing Powder oder einen schönen Highlighter on top gibt. Man sieht aber nicht speckig oder fettig aus und das ist, glaube ich, auch die Krux des Ganzen. Dann habe ich hier leider die In Real Life Filter Foundation von Revolution auf dem 9. Platz. Tatsächlich. Die hat überhaupt nicht gut auf meiner Haut gesessen. Als
siebten Platz, achten Platz, zehn, neun, achten Platz habe ich von Judith Williams leider den Magic Wonder Balm hier drin. Ich finde es einfach super traurig, dass wir hier auch nur eine Farbe haben. Also große Auswahl gibt es nicht. Genauso auch für den siebten Platz die BB Feuchtigkeitscreme Tinted Moisturizer von Anna Ivanovic. Also wenn du hier den perfekten Match hast, dass du halt genau den Ton triffst, ist es super. Aber ich fand sie halt auch im Großen und Ganzen nicht ganz so genial auf meiner Haut. Auf Platz 6 tatsächlich befindet sich hier von Essence die 16 Hours Cover and Last Powder Foundation. Ich hätte sie safe eher weiter hinten vermutet, ne? Also im Leben nicht hier, aber gut, ja, sie ist da. Und schaut euch dieses Hautbild an. Ich kann mir sogar fast vorstellen, dass sie noch höher gerankt werden könnte. Aber dafür war sie dann im Auftrag vielleicht ein Stückchen zu fleckig. Das hier ist jetzt der 5. Platz und da habe ich von Maybelline die Superstay 24 Stunden Skin Tint Geschichte in der Farbe 05. Genau, das ist einmal diese hier. Auch das ein solides Produkt, ne? Dann kommen wir zum 4. Platz. Da befindet sich diese hier. Wobei ich die vielleicht sogar noch höher packen würde. Ich weiß es nicht, aber ich habe sie jetzt erstmal auf dem 4. Platz. Und ich finde, das ist für eine Puder Foundation auf meinem Kanal einfach ein krass hohes Ranking, Leute. Auf dem 3. Platz befindet sich von Trended Up die Hydrostay Silky Serum Foundation. Ich habe direkt die 010, die ich noch hatte, aussortiert, weil mir die 005 ja schon einen Ticken zu dunkel war. Ich habe mich echt gefragt, wie ich das letztes Jahr gemacht habe. Aber gut, die wird im Sommer nochmal zum Einsatz kommen. Auf dem 2. Platz, auch nicht mitgerechnet, habe ich hier von NYX die Bear With Me Blur Foundation. Hammermäßig, denn das ist eher so ein mattes Produkt, ne? Aber mit Abstand die beste Foundation, die ich hier in dem Test drin hatte, die einfach auch ein Perfect Match für mich persönlich ist, ist von Max Factor die Facefinity All Day Flawless Airbrush Finish Foundation, die ich einfach genial finde und euch wärmsten Herzens empfehlen möchte. So ein cooles Produkt, schaut in der Drogerie mal vorbei, swatcht sie einfach mal, schaut, welcher Farbton so zu euch passt, ne? Ganz, ganz, ganz tolles Produkt. Also das sind jetzt mal 10 neue Drogerie-Foundations gewesen in einem Video und ich fand das irgendwie cool, dass ich das jetzt so mal komprimiert gemacht habe. Denkt auf jeden Fall dran, in der Zeit, wo ich jetzt in Malaga bin, kriegt ihr 25% Rabatt auf das komplette Sortiment von Dalton. Die Pflege, die ich drunter hatte, hat natürlich auch immer super viel geholfen und mein Hautgedönsen echt auf Vordermann gebracht und dementsprechend konnte ich dann auch matte Foundations verwenden, Puder-Foundations verwenden. Hut ab definitiv dafür. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch hier gefallen und dass dieses Format auch mal irgendwie was Neues, Cooles für euch war. Wenn dem so ist, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich hier super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!